Hallo, hier ist der Videospieler und ich habe heute wieder ein Unboxing-Video. Ich mache jetzt gerade einige in Reihe, deswegen sehe ich auch immer gleich aus meinen letzten Unboxing-Videos. Dieses ist Deponia Doomsday. Das ist ja erst auf Steam erschienen und als auf der Computerbild Spiele. Und einen Monat später kam jetzt die DRM-freie Box, ist die erste DRM-freie Version, soviel ich weiß. Und die passt natürlich jetzt hervorragend in die Sammlung der alten Deponia-Boxen. Ist wieder eine Klappbox hier mit einem schönen Bild zwischendrin, innen drin. Und jetzt schauen wir einfach mal direkt rein. Das habe ich noch gar nicht aufgemacht hier, das ist natürlich blöd. Eine Schere habe ich auch gerade nicht zur Hand. Kann man das hier mit dem Geodreieck vielleicht? Ich bin schlecht vorbereitet. So ein Mist. Ha. Der Kleber ist durch. So, normalerweise habe ich hier eine Schere liegen, dann wäre das kein Problem. Aber die hat mir wieder irgendjemand entführt. Wahrscheinlich meine Tochter. Die macht es am liebsten. So. So, auf damit. Drin ist die normale Emery-Box hier, die normale DVD-Hülle. Die ist relativ schwer, da ist also nicht nur das Spiel drin. Ah, hier sehen wir es. So, es ist, was üblicherweise in einem Daedalic-Spiel drin ist. Es ist nämlich die Spiel-CD. Hier haben wir die Soundtrack-CD mit insgesamt 25 Tracks. Ich halte es mal direkt in die Kamera. Original-Soundtrack. Dann haben wir ein Handbuch. So. In Farbe, was ich immer sehr schön finde, denn wenn die Handbücher in Farbe sind, Werbung für Candle und Anna's Quest und den Daedalic Shop. Und schließlich haben wir ein World of Deponia Poster mit den ganzen Figuren der Deponia Serie. Das sind inzwischen doch verdammt viele geworden, aber es sind ja auch 4 Spiele, 4 recht lange Adventures, von daher wundert mich das dann auch nicht. Also es wurde nicht so arg viel Recycling betrieben. Und die Rückseite sind die ganzen Boxen hinten drauf. Aber die habe ich ja selber im Regal stehen, da brauche ich eigentlich kein Poster dafür. Aber vielleicht dient es als Kaufanreiz für manche, die es noch nicht haben. So. So, wo ist die Soundtrack-CD? Hier. Wird gleich alles wieder schön verpackt. Zugemacht. Ja, das ist die Retail-Fassung von Deponia Doomsday. Das Let's Play habe ich ja schon vor einiger Zeit veröffentlicht. Trotzdem, dass sie eigentlich die CBS-Version gemacht haben und die Steam-Version schon einen Monat früher erschien, haben sie sich für die Box wieder ordentlich ins Zeug gelegt, haben eine echt schöne Box gemacht. Was mich freut, passt jetzt perfekt zu den anderen ins Regal. Haben sich nicht lumpen lassen mit Poster und allem. Bewährte Daedalic Boxqualität. Vielen Dank. Tschüss, euer Videospieler. Dieses Video ist nun vorbei, aber wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter oder unterstützt mich finanziell auf Patreon. Vielen Dank.